Willkommen zum Kursus Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut und heute geht es um die Frage, wie schnell geht Transport ohne Strömung? Das Thema heute ist also Diffusion. Was ist Diffusion? Nun, Diffusion ist eine Transportart. Es gibt zwei prinzipielle Arten des Transportes. Der Transport durch Strömung, das ist die Konvektion. Und der Transport ohne Strömung, das ist die Konduktion. Transport ohne Strömung. Wie kann das passieren? Nun, wenn wir uns dieses Bild hier anschauen, wir haben auf der linken Seite zum Beispiel Wasserstoff und auf der rechten Seite zum Beispiel Helium, zwei Gase. Wenn wir die beiden Gase verbinden, dann durchmischen sie sich freiwillig, völlig ohne äußere Strömung, und diese freiwillige Durchmischung, das ist die Diffusion. Voraussetzung für Diffusion ist ein Konzentrationsgefälle, ein Gradient. Wenn wir zum Beispiel in einer Teekanne auf der linken Seite reines Wasser haben, auf der rechten Seite den Teebeutel haben, haben wir einen Konzentrationsgradient an den Teeinhaltsstoffen, und die Teeinhaltsstoffe werden vom Teebeutel in das Innere der Teekanne freiwillig transportiert werden durch Diffusion. Skizziert sieht das so aus: Wir haben hier auf der einen Seite einen niedrigen Konzentrationswert, auf der anderen Seite einen hohen Konzentrationswert und dazwischen einen Konzentrationsgradienten, der ist hier linear gezeichnet. Das muss nicht so sein, das kann aber so sein. Und jetzt gilt hier die einfache Transportgleichung der Konduktion, die da lautet, je steiler der Gradient ist, desto schneller geht der Transport. Der Gradient wird quantifiziert als dc nach dx, wenn wir auf eine Dimension alles beschränken, Konzentrationsänderung pro Ort. Die Geschwindigkeit des Transports wird quantifiziert durch die Flussdichte, in dem Fall die Stoffmengenflussdichte, wie viel Stoffmenge fließt pro Zeit durch eine Fläche. Und diese beiden Größen sind proportional. Der Proportionalitätsfaktor ist d, Diffusionskonstante. Wir müssen ein negatives Zeichen noch einführen, aufgrund der Konvention, dass der Transport in negative mathematische Steigungsrichtung abläuft. Und das Ganze ist das erste Fick'sche Gesetz der Diffusion. In Worten, die Geschwindigkeit der Diffusion ist proportional dem Gradienten der Konzentration. In diesem Beispiel haben wir stationäre Diffusion aufgezeichnet. Der Gradient, die Steigung ist überall gleich, und das bedeutet auch, die Stoffmenge fließt überall mit gleicher Geschwindigkeit. Bedeutet auch, dass der Gradient sich nicht ändert über die Zeit. Stationär bedeutet zeitlich nicht ändern. Wir können ein bisschen über diesen Diffusionskoeffizienten d sprechen, der ein Maß dafür ist, wie schnell die Diffusion bei gegebenem Gradienten abläuft. Dieser Koeffizient ist abhängig von der Spezies, die diffundiert, und von der Matrix, in der diese Spezies diffundiert. In Wasser beispielsweise, in der Flüssigkeit, ist die Diffusion relativ langsam, wie man an der Größenordnung von d sieht, 10 hoch minus 9 Quadratmeter pro Sekunde. Deutlich schneller ist die Diffusion in Gasen, wohlgemerkt in ruhenden Gasen. Wir sprechen hier immer über Transport ohne Strömung in ruhenden Medien. Wasserstoff in Methan diffundiert etwa 10.000 Mal so schnell wie Ethanol in flüssigem Wasser. Das Interessante ist, dass wir die Diffusion von Gasen ausrechnen können, abschätzen können aus der Theorie der kinetischen Gase, und zwar aus der mittleren Geschwindigkeit v quer und der mittleren freien Weglänge lambda quer. Je schneller ein Gasteilchen ist, wir können die Geschwindigkeit ausrechnen, und je weiter ein Gasteilchen sich fortbewegt zwischen zwei Stößen, Lambda, auch das können wir ausrechnen, desto schneller ist die Diffusion. Bedeutet,
Wir können jetzt zum Beispiel voraussagen, dass Kohlendioxid ein langsameres Teilchen als Wasserstoff und ein Teilchen, was eine kleinere, mittlere freie Weglänge hat, sich deutlich langsamer fortbewegen wird durch die Fusion. Entsprechend ist der Diffusionskoeffizient um Faktor 5 kleiner als der von Wasserstoff. Die Fortbewegung durch Diffusion, die durch das Fick'sche Gesetz beschrieben wird, lässt sich erklären durch das Modell der Zufallsbewegung, Random Walk. Das haben Anfang des 20. Jahrhunderts Einstein und Smoluchowski getan. Sie haben diesen Zufallsweg eines Teilchens durch eine Matrix mathematisch beschrieben, statistisch beschrieben und kamen zu der nach ihnen benannten Gleichung, in der die Diffusionskonstante d vorkommt. Die Gleichung ist ziemlich einfach. Auf der einen Seite steht die mittlere Verschiebung, die Strecke, die ein Teilchen durch die Diffusion nach der Zeit t im Mittel zurücklegt. Und auf der anderen Seite steht einfach die Zeit und die Diffusionskonstante. Dass das Ganze quadriert wird auf der linken Seite und gemittelt wird, liegt daran, dass wir nur die Beträge haben wollen der mittleren Verschiebung. Selbstverständlich verschiebt sich ein Teilchen nach rechts und links gleichartig, sodass sich die Größe x quer zu 0 ausmitteln würde. Wenn wir ausrechnen, zum Beispiel die Bewegung von Zuckerteilchen in t, dann kommen wir dahin, dass in einer Sekunde durch reine Diffusion diese Teilchen sich nur etwa 100 Mikrometer von ihrem Ausgangspunkt fortbewegen. Sehr wenig. Und auch wenn wir lange, lange warten, wenn wir die Teilchen 1 Zentimeter von ihrem Ursprung bewegen lassen wollen, brauchen wir mehrere Stunden. Bedeutet, die Diffusion ist für makroskopische Systeme ein sehr, sehr langsamer Prozess und ist kein geeignetes Mittel der Stoffdurchmischung. Für mikroskopische Systeme wie zum Beispiel Zellen sieht das anders aus. In einer Zelle, die vielleicht nur ein paar Mikrometer groß ist, geht die Diffusion innerhalb von Millisekunden vonstatten. In einer Teetasse, die einige Zentimeter groß ist, brauchen wir halt Stunden, wenn wir reine Diffusion haben. Das heißt, in großen makroskopischen Systemen brauchen wir Strömung. Darum haben auch makroskopische Organismen in der Regel ein Strömungssystem. Wir haben hier ein Konzentrationsprofil, an dem wir nochmal das erste Fick'sche Gesetz demonstrieren können. Wir haben auf der rechten Seite eine hohe Konzentration, auf der linken Seite eine niedrige Konzentration, nämlich 0. Dazwischen fast linearer Anstieg. Wir können hier sofort sagen, dass in der Mitte, also bei 6 cm, die Diffusion am schnellsten passieren wird. Denn dort ist die Steigung am größten. Die Geschwindigkeit der Diffusion hängt ab von der Steigung. Die Steigung ist bei 6 cm am größten. Wir können die Steigung sogar ausrechnen. Die ist nämlich hier aus der Abbildung abzulesen und daraus können wir dann, wenn wir d haben, die Stoffmengenflussdichte ausrechnen oder umgekehrt, wenn wir die Stoffmengenflussdichte haben, können wir d ausrechnen. Wir haben hier ein Beispiel von nicht stationärer Diffusion. Wir sehen, dass die Steigung zwar in der Mitte konstant ist, aber nach außen abflacht. Und das bedeutet, dass mit der Zeit sich dieses Konzentrationsprofil ändern wird. Und das wird durch das zweite Fick'sche Gesetz quantitativ beschrieben. Dort, wo die Krümmung dieser Kurve einen Wert größer oder kleiner 0 hat, dort wird sich die Konzentration mit der Zeit verändern. Und zwar nach diesem Gesetz. Die Änderung der Konzentration ist proportional der Krümmung. Dort, wo die Krümmung am größten ist, und das wird an dieser Stelle etwa sein oder an dieser Stelle, da wird sich die Konzentration nach einer gewissen Zeit am meisten ändern. Dort, wo die Krümmung 0 ist, hier, da in der Mitte bei 6 cm, da wird sich die Konzentration mit der Zeit nicht ändern. Wir haben hier noch einen Zahlenwert für eine übliche Diffusion in der Flüssigkeit und wir erhalten dann etwa eine Stoffmengenflussdichte in der Größenordnung Milligramm pro Sekunde. Wir nochmal alles zusammenfassen.
Dann haben wir, wenn wir einen Konzentrationsgradienten haben, eine Diffusion. Die Geschwindigkeit der Diffusion nach dem ersten Fickschen-Gesetz proportional der Steigung dieses Konzentrationsprofils. Die Änderung der Konzentration nach dem zweiten Fickschen-Gesetz ist proportional der Krümmung des Konzentrationsprofils. Und so können wir aus einem Konzentrationsprofil nachfolgende Konzentrationsprofile ausrechnen. Zum Beispiel in der Art und Weise sehen wir, dass ein steiles Konzentrationsprofil wie vorhin sich mit der Zeit immer mehr abflacht. Und schließlich haben wir eine gleichförmige Konzentration, die Diffusion kommt zum Erliegen. Oder wenn wir eine ebene Quelle haben, dann haben wir zunächst ein sehr, sehr scharfes Konzentrationsprofil, eine Art Peak, der sich auch immer weiter abflacht nach dem ersten und zweiten Fickschen-Gesetz zu berechnen. Wir fassen zusammen. Diffusion ist Stofftransport ohne Strömung, erfordert einen Konzentrationsgradienten und nach dem ersten Fickschen-Gesetz ist die Geschwindigkeit der Diffusion proportional der Steigung des Konzentrationsprofils und nach dem zweiten Fickschen-Gesetz ist die Änderung der Konzentration proportional der Krümmung des Konzentrationsprofils. Man kann die Diffusion mikroskopisch erklären durch den Random Walk. Nach Einstein und Smoluchowski hängt die mittlere Verschiebung direkt ab von dem Diffusionskoeffizienten.